Willkommen zurück zu Let's Play Randia 2. Wir befinden uns in einem Kampf gegen ein Abbild von Millennia, welches Sera auf uns gehetzt hat. Und wollen nochmal sehen, was hier jetzt passiert. Wir haben Sera an sich besiegt. Zunächst. Aber er hat uns dann hier diesen Millennia auf den Hals gehetzt. Wir hatten keine Möglichkeit, uns da zwischendurch zu heilen, was ich gemeint fand. Aber es scheint nicht mal wirklich schlimm zu sein. Weil wir doch relativ gut Schaden machen können. Angle 0092. Das macht 1000 Schaden. Okay, jetzt kommt sie wieder. Und sie hat irgendwas vor. Und davon konnte ich sie auch nicht stoppen, Dragon Zap. Ah, das wird wieder. Sie spricht auch nicht. So. Elena erwischt, aber nur 393. Das war wenig. Ultimate Secret! True Dragon Rise! Gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt auf sie drauf. Viel hat sie nicht mehr. Die paar Angriffe und ein Flying Tentaken sollten reichen. Sky, take flight! Flying Tensei Ken! Bats! Ein bisschen noch. Und Elena gibt mit ihrem Schlag den letzten Hit. Ich bekomme einen Bogen! Ich bekomme einen fucking Bogen! Ich habe das Gefühl, Millennia kommt zurück. Warum sonst sollte ich jetzt hier einen Bogen bekommen? Die kriegen Millennia wieder, aber. Gotta work even harder. Black Angel Bow. Oh Gott, was wird hier passieren? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt mal so ein richtig krasses Foreshadowing. That was just an illusion. Elena, then where is Millennia? I am afraid no more. My mind is no longer troubled. I can believe. Millennia and I are one. She makes me who I am. Awaken, Millennia! Ernsthaft? Millennia! Miss Millennia! Millennia! Das verstehen? Couldn't this idiot woman notice sooner? Anyone could see through that parlor trick. Okay. But it's okay now. Okay. We're together now, right? I guess so. Muss ich das verstehen? Kann es sein, dass sie nie weg war und irgendwie nur so einen Trick gemacht hat, als sie Elena gerettet hat? Hat sie sich gleichzeitig auch selber gerettet? Fine, Miss Millennia. And you've made it this far, Miss Marionette. Yes, I believe in the human heart, just as you do. This cannot be. How can you still live? The will of God is absolute. The will of man could never overpower a god. Halt doch einfach die Klappe, Sera. Also echt. The only thing here that's absolute is your total lunacy. I am right here in all my glory. Bolster your soul and you will not fail. Yes, it is exactly as you taught us. Got it, Valmar? No, Sera.
Why did the Day of Darkness come to pass? Why did Granus die? Was it not because of darkness in the soul of man? If Granus is dead and Balmer is destroyed, there would be nothing to lead man. Is that what you really want? If there is no need for gods, then there is also no need for man as well. Without man, there is no need for the world! Der Typ ist vollkommen durchgedreht. Das war definitiv noch nicht der letzte Kampf. What's going on? Okay, die anderen beiden wurden rausgekickt. Rowan! Tio! We're fine! You go after Zara! Ryudo! That Zara wants to destroy the entire planet! We gotta stop that loon! I believe in you! Take care of Zara! Sure, leave it to us! Just hang in there! Oh, man! Okay, Milenia und Elena in einem Team. Das wird jetzt so interessant. Black Angel Bow. Drains 10 MP. Was kann das für Valkyrie Dress drinnen, ne? Gib ich dir mal die Priestess Robe und gib dir das Valkyrie Dress. Das hört sich noch nach einem Ferntausch an. So. Umlaut Tiara. Okay. Und hier kriegst du. Das Ding. Mana-Ei. Sind beide halt nicht allzu schnell. Das Mana-Ei geben wir dir mal. Das Ding. Mal kurz gucken. Ah, Power-Up. Halt hier. Ach. Da. Milenia, welches hast du gerade? Das da. Ich glaube, das ist nur. Okay, dann gebe ich dir lieber das Gravity Egg. Habe ich das noch? Oder hat das jetzt Rowan mitgenommen, beziehungsweise Tio? Nee, der ist. Okay. Vielleicht beiden ist eigentlich. Kann man das irgendwo sehen? Halt. Wie viel Magie ihr habt? Da Magie 225, 280. Okay, dann werde ich ein bisschen tauschen. Dann kriegst du nämlich stattdessen erstmal das da. Du kriegst das Chaos Eye und du kriegst jetzt das Gravity Egg. So. Versuch mal dich halt ein bisschen zaubern zu lassen, also im Sinne von heilen. Da mal das Beste. Und wir können jetzt hier erstmal die Skills. Gehen hier jetzt ein bisschen was draufhauen, was uns noch gefehlt hatte. Lifehub können die nochmal reinmachen. Jetzt erstmal machen das mit rein, du kommst. Ja, bei dir kann ich dann einiges ändern. Kurz hier mal zumindest Sapphire Chant. Geht weg für Blast. Intelligence kann drinnen bleiben. Wobei. Gibt's da auch irgendwas Wassermäßiges? Das Water in Spell Forest. Okay.
kriegst jetzt dafür neben dem Sapphire die Intelligenz. Hinterher. Okay, hier ist eh ein Speicherpunkt. Probieren wir es so. Melinda ist auf 54, okay. Sieht's da gar nicht gerade gescheit. Okay. Dann auf geht's. Wo muss ich hin? Hier sind doch. Oder sowas zumindest. Das sieht sehr interessant aus hier. So. Gott, Gott. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, hi. Du hast die Zunge von Weimar, richtig? Darf ich die alten Bosse nochmal bekämpfen? Wunderbar. Müssen wahrscheinlich ein bisschen stärker sein werden. Weil was zum, ja. 9000. Halt drauf. Volle Power. Sworn enemies, you shall be defeated. Take that. Sky Dragon Slash. Jawohl, ja. Okay. Das sieht schon mal gut aus. So, Millennia darf direkt dem Dragon Zap folgen. Doch verdammt gut an, gerade. Ich meine, das eine aus, von denen aus fliegt, hätte ich ja schon erwartet. Das ist vielleicht, nochmal auf den Scheiß gesetzt. Dass natürlich beide zurückgelassen werden, Theo und Throne, vorerst. Ist auch mal interessant. Ist eine Möglichkeit natürlich, um das durchzuziehen, aber warum nicht? So, wenn wir hier gerade angreifen. Der Kopf. Ich glaube, du bist wirklich der Kopf. Na komm, dann gebe ich dir einen Impact Bomb. Here goes my Impact Bomb. Wenn man die Möglichkeit hat, zu canceln. Null Schaden, ernsthaft. Dann wäre es auch nicht nötig gewesen, das zu canceln. Glatten Nie wollen wir nicht unbedingt haben. Tensei can slash. Brauchen keine Homunkuli hier. Zack. Jawohl. So, einiges an Schaden kriegen wir jetzt trotzdem, weil die Dinger greifen alle an. Hellburner.
Der wird sogar noch mal ganz schön wehtun. Eieiei. Also ich hoffe mal, ich kann nach jedem Kampf wieder zurück zum Speicherpunkt. Sonst könnte das etwas problematisch werden noch. Au. Okay. So, ich will jetzt einfach nur Zunge kaputt machen. Irgendwie. Here goes, flying Tensei Ken. Also möglichst viel Schaden reindrücken. Wobei ich hätte einen Sky Dragon Slash machen können. This may stick. Wunderbar. Okay, das hat perfekt geklappt. Jetzt kommt der All-Healer. Und dann kommt auch der Sky Dragon Slash. Oh, holy light of life. Perfekt. Sworn enemies, you shall be defeated. Take that. Sky Dragon Slash! Ja, wir haben ihn fast. Sieht immer live, okay. Oh, das ist ja nett. Na, das kann ich mir vorstellen, Milena. Das sah echt schmerzhaft aus. Weimar's Zunge, das war's für dich. Und tschüss! Oh ja! Ist an Trinken gekommen. Und irgendein Ausrüstungsgegenstand, irgendein Zubehör. Vielleicht zumindest. Manchmal sehen da ja auch irgendwelche Saaten so aus oder so. Mal schauen. You better practice if you want to beat me. Bam, 8000 Nummer. Sehr gut. Kann ich sogar noch mal ein bisschen was verbessern. So, aber erst gehen wir mal schon ein Stückchen zurück. Lop. Wo haben wir es denn jetzt? Power up. So. Und zwar muss das Leaf Water Chant weiter hoch haben. Mal sehen, hier die Grunting Claws machen wir noch fertig und die Frauen Wings machen wir auch nochmal fertig. So. Der Rest ist unwichtig. So, ja. Speicher nochmal. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir für ein Item bekommen haben. Da war es auf jeden Fall nichts. Mal sehen, ob ich hier irgendwas finde. Das könnte es gewesen sein. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ansonsten wüsste ich nicht, was mir das Ding gerade gegeben haben sollte. Ich will noch irgendwas, aber... Nee. Guck
Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir hier an dieser Stelle weitermachen und wahrscheinlich noch gegen die anderen Teile von Weimar kämpfen müssen. Mit Millennia wieder. Also, wir sehen uns. Bis dann.